In dieser Episode geht es um Storytelling in den digitalen Medien. Dazu habe ich mich mit Rob den Otter, Gründer und Geschäftsführer der 7 GmbH, ausgetauscht. Wir haben über die Heldenreise gesprochen, also wie man Geschichten optimal erzählt, was eine packende und spannende Geschichte ausmacht, wie man die in den sozialen Medien bzw. in den digitalen Medien erzählt. Also seid gespannt in der aktuellen Ausgabe zum Thema Storytelling in den digitalen Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode habe ich den digitalen Storyteller Rob den Otter bei mir. Er ist Gründer von 7 und hat bereits Stationen wie Red Bull, Migros, Schüss und 20 Minuten hinter sich. Hallo Rob. Hallo Thomas. Danke, dass ich dabei sein darf heute. Danke, dass du Zeit genommen hast. Bevor wir ins Thema starten, stell dich doch kurz unseren Hörern selbst vor. Hallo Thomas, danke. Schön, dass ich heute bei dir sein darf, über den Äther, über den digitalen Äther. Ich bin aktuell im Homeoffice, ich sitze im Kinderzimmer meiner Tochter, habe das Pult hier in Beschlag genommen, weil es ja Homeoffice angesagt ist zurzeit. Du hast gesagt, ich habe die Firma 7 gegründet im letzten Jahr. Wir glauben ganz stark an die Kraft der Geschichte und sind fasziniert von den Möglichkeiten, wie heutzutage Geschichten erzählt werden können. Wir sind ein unabhängiges Netzwerk. Wir beraten Einzelfirmen, Firmen, KMUs, aber auch Einzelpersonen, wie sie auf digitalen Kanälen ihre Geschichten am besten erzählen können. 7 ist in der Schweiz zu Hause. Wir haben aber auch einen Hafen in Kapstadt, wo wir spezifisch englischsprachigen Content für unsere Kunden international aufbereiten. Eine spannende Situation und ich freue mich, hier und heute Rede und Antwort zu stehen. Super, vielen Dank. Genau, bevor wir einsteigen ins Thema Storytelling in den digitalen Medien, noch zuerst zwei, drei Fragen zu dir als Person, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar die erste Frage: Wie startest du in den Tag? Ich starte den Tag, indem ich den Wecker auf dem iPhone vielleicht zwei, dreimal noch snooze, bevor ich dann tatsächlich aufstehe. Aktuell ist der Tagesablauf tatsächlich ein bisschen ein anderer als zu Nicht-Corona-Zeiten. Trotzdem, was gleich ist, ich checke mein Smartphone, ich prüfe als erstes immer die Social-Media-Kanäle. Ich will sehen, was passiert ist. Ich will sehen, was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Ich bin ein bisschen ein News-Junkie, aber trotzdem, Social Media kommt eigentlich immer zuerst, bevor ich dann tatsächlich zu den News-Plattformen rüberwechsel. Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee, dann sind es aktuell zwei Yoga-Übungen, die ich im Wohnzimmer mache. Und erst dann öffne ich meine E-Mails und sehe, was gegangen ist in den letzten 10, 12 Stunden. Weil, okay. Ja, ist dann doch auch noch schön, wenn man ein bisschen Vorsprung hat, bevor die Familie aufsteht und dann doch schon die eine oder andere Pendenz schon erledigt hat. Richtig. Jetzt zu normalen Zeiten, was ist so deine erste Handlung im Büro? Die erste Handlung ist eigentlich immer, dass ich meine Instrumente hochfahre. Also ich starte mal den Computer, selbstverständlich, und dann gehe ich in ziemlich jede Social-Media-Plattform oder auf jede News-Plattform, die für mich von Bedeutung ist, und fahre die mal hoch. Weil für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich die News so schnell wie möglich irgendwie mitkriege. Weißt du, wenn irgendetwas trending ist, wenn irgendetwas passiert, damit man, was Storytelling angeht, schnell reagieren kann. Sobald die Instrumente hochgefahren sind, also quasi das Radar läuft, dann hole ich mir mal erst eine Flasche, zwei Wasser und richte mich am Arbeitsplatz ein, weil ich rauche nicht und komme dann viel zu selten dazu, irgendwie eine Pause zu machen, und dann würde ich noch dehydrieren, wenn ich da nicht genug Wasser bei mir hätte. Super. Und wenn jetzt alle Instrumente hochgefahren sind, der Radar läuft, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten? Ist komplett off-topic. Ich glaube, viele andere Leute würden sagen, ja, die Social-Media-Plattformen oder Outlook oder Excel oder irgend sowas. Bei mir ist komplett off-topic. Ich könnte nicht auf die Einkaufs-App Bring verzichten. Mit Bring organisiert meine Familie, welche Einkäufe gemacht werden.
müssten. Und wir sind eine moderne Familie und wir teilen unsere Aufgaben auf, meine Frau und ich. Und ich habe halt den Titel des Sherpas. Ich bin für den Einkauf zuständig und mit dieser kollaborativen Plattform kriegen wir das hin, dass wir das gebacken kriegen. Ja, super. Also für alle, die App Bring nicht kennen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, man kann da den Einkauf in Gruppen organisieren. Ich nutze das auch mit meiner Frau. Sie hat auf dem Smartphone die Bring-App, ich habe die Bring-App. Wenn ich da was brauche, integriere ich das in die Liste bei ihr ebenfalls. Mhm. Und wenn wir dann einkaufen, nehmen wir das Smartphone nach vorne, sehen dann, was brauchen wir und können das entsprechend in den Einkaufswagen legen. Sehr cool, eben, wie du gesagt hast, off-topic, jetzt nicht für den Arbeitsalltag, aber trotzdem ein Tool, auf das du nicht verzichten kannst und dir unter Umständen dann auch den Arbeitsalltag erleichtert, weil du da nicht mit Papierwirtschaft dir überlegen musst, das muss ich heute Abend auch noch einkaufen. Mhm. Genau, erstens reduzierst du den Papierkrieg und zweitens, glaube ich, auch in einer modernen Gesellschaft ist Arbeitsteilung zwischen den Erziehungsberechtigten zu Hause irgendwie unglaublich wichtig. Auch meine Frau arbeitet. Und ich glaube, dass wir beide unsere Arbeitsleistung auch nur bringen können, weil wir einander unterstützen. Und dabei hilft uns diese kollaborative Plattform. Also es ist off-topic, aber trotzdem auch irgendwie überhaupt nicht off-topic. Okay, super. Und dann, wie schaltest du abends ab? Also nachdem der Radar läuft, nachdem du die Trending-Themen analysiert hast, die Kunden zufriedengestellt hast, du kommst am Abend nach Hause, ja, wie schaltet dann Rob den Otter ab? Ja, nachdem man die Kunden zufriedengestellt hat, geht es natürlich auch, die Chefetage zu Hause zufriedenzustellen, also die Kinder und die Frau. Also da sind wir schon ziemlich strikt. Wir haben eigentlich auch die Policy, dass wir zu Hause am Tisch keine Smartphones haben. Das gelingt uns auch wirklich recht oft. Also da sind wir eigentlich beide auch gezwungen, dass wir da unsere Zeit dann auch mit der Familie verbringen. Nichtsdestotrotz, wenn die Kids dann zu Bett gegangen sind, dann ist oft mal der Fall, dass wir beide unsere Laptops wieder aufklappen und nochmal irgendwie eine Stunde, zwei oder so investieren. Weil wir sind begeistert von der Sache, die wir machen. Wir sind begeistert von unserem Unternehmen. Wir arbeiten gerne. Es ist kein Arbeiten. Und da bist du eigentlich 24/7, bist du da wie dran und bist sowieso immer irgendwie am Denken und am Aufnehmen und am Verarbeiten von Informationen. Ja, dann eben News-Plattformen als News-Junkie, jetzt soziale Netzwerke, sagtest du ja, das ist da definitiv auch der Fall. Jetzt auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Ich finde es extrem spannend, wie stark LinkedIn in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr an Wichtigkeit oder auch an Attraktivität gewonnen hat. Ich könnte stundenlang auf LinkedIn mittlerweile verweilen und würde spannende Inhalte konsumieren können. Finde ich super. Aktuell finde ich TikTok super lustig. Ich geniere mich zwar ein bisschen, da selbst auch allzu viele Sachen hochzuladen, aber vom Unterhaltungsfaktor großartig. Auch etwas, das man sogar mit der Familie auch irgendwie noch teilen kann. Dann Instagram sowieso, Facebook, klar. Die anderen eher ein bisschen peripher. Und ich finde es sogar noch lustig, von Zeit zu Zeit, wenn ich wieder mal eine Anfrage via Xing bekomme. Bin aber auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass die Plattform schon komplett tot ist. Und meine bescheidene Hoffnung, dass eines Tages irgendwie ein Kunde eine Kampagne auf Tinder machen möchte. Darauf warte ich eigentlich. Ich würde super gerne mal auf Tinder was ausprobieren. Aber da muss das Budget dann schon stimmen, sonst kann ich bei meiner Frau schlecht argumentieren, dass ich Tinder wieder runterlade. Ja, und schlussendlich auch die Story, die stimmen muss, um auf Tinder entsprechend Werbung schalten zu können. Genau, ganz genau. Nee, da brauchst du eine gute Story, aber das wäre eine geile Knacknuss, die ich eigentlich unbedingt mal noch anpacken möchte. Okay, also Tinder ist auf deiner To-Do-Liste. Jetzt fehlt noch die Argumentation gegenüber der Frau, dass du es wieder installieren darfst. Also fehlt ein passender Kunde und die passende Story. Das ist direkt die Überleitung in unser Thema Storytelling in den digitalen Medien, wo ja auch Tinder dazugehört.
Jetzt schlussendlich, Storytelling ist in aller Munde. Wie definierst du Storytelling? Ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, was ein Storytelling ganz genau ist, dann kriegst du mindestens 20 verschiedene Antworten, je nach Tageszeit noch ein bisschen ausgeschmückter oder nicht. Ich glaube, Storytelling ist der Grund, warum wir in der Steinzeit überhaupt unsere Höhlen verlassen haben. Ich glaube, davon zeugen ja auch die ersten Wandmalereien, die heute noch immer erhalten sind, im Sinne von, wir haben einen Mammut gesehen, wir haben einen Mammut gejagt, und das hat sicher auch die Leute in den Höhlen dann irgendwie inspiriert, weil es sind ja nicht alle nach draußen gegangen, aber die Leute sind zurückgekommen und haben die Geschichte erzählt. Und ich glaube ganz, 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 ganz fest an die Kraft von Geschichten, weil Geschichten können die Welt verändern, das haben sie schon immer getan, und gehört nicht nur dazu, was man erzählt, sondern halt auch, wie man die Geschichten erzählt, und dieses ganze Universum, das sich hier auftut, rund um Geschichten, aber auch um Beweggründe und um Inspiration, das würde ich als Storytelling bezeichnen. Jetzt, wenn wir von Geschichten oder von Storytelling sprechen, heißt das Märchen erzählen oder dann effektiv eine Geschichte? Und hat da jedes Unternehmen eine passende Geschichte? Ja, ich glaube schon, weil wenn sie keine Geschichte hat, dann hätte sie insodurch auch keine Berechtigung. Es ist immer die Frage, was denn konkret die Geschichte ist, und die rauszuschälen, was eine Geschichte denn tatsächlich ist, das ist eine große Kunst. Ich glaube aber, das ist dann noch eine vorgelagerte Geschichte auch, die mit dem Selbstverständnis eines Unternehmens zu tun hat. Was ist tatsächlich die DNA? Oder wenn wir vom Golden Circle ausgehen, it starts with why. Wieso existiert ein Unternehmen? Was ist die Berechtigung? Weshalb stehen die Leute auf? Oder weshalb gibt es das Unternehmen überhaupt? Mhm. Und ich denke, das sagt auch meine Erfahrung, je näher oder je bewusster sich ein Unternehmen dieser sehr spezifischen DNA ist, desto einfacher fällt es auch, entsprechende Geschichten rund um diese DNA herumzustellen. Weil die Geschichten am Ende des Tages sind dann Mittel zum Zweck. Also von daher, im Geschichten erzählen, jetzt nicht Märchen erzählen, sondern wirklich schauen, was ist die DNA eines Unternehmens. Wenn man eine Geschichte erzählt, was macht für dich eine gute Geschichte aus? Oder was ist für dich gutes Storytelling? Eine gute Geschichte, auf der einen Seite unterhält dich eine gute Geschichte, sie fesselt dich, sie inspiriert. Aber damit es das tun kann, muss sie authentisch sein. Die Geschichte muss glaubhaft sein. Und da meine ich nicht, dass ein Märchen nicht glaubhaft sein kann. Auch ein Märchen, auch eine erfundene Geschichte, auch Fiktion kann authentisch sein. Und da erst recht fällt es dann auf, wenn die Geschichte nicht authentisch ist, dann hörst du sowieso nicht zu. Ich erinnere mich da an einen eigenen Fail quasi, wie Storytelling auch nicht funktionieren kann. Das ist eigentlich auch ziemlich lustig, wenn ich zurückdenke. Wir hatten da mal eine Klassenfahrt, eine zweitägige. Wir sind irgendwo in einer Jugendherberge, haben wir übernachtet, und in der Nacht hat jemand eine Geistergeschichte erzählt, weißt du, mit Taschenlampe unter der Bettdecke, und hat gesprochen, dass ein Monster kommt, und alles war total gruselig, und die Typen, die Geschichten erzählt haben, das waren logischerweise die Heroes. Ich habe mir gedacht, wow, ja, wenn die Jungs das können, dann kann ich das sicher auch. Und ich habe mir über Nacht und den ganzen Morgen habe ich mir eine Gruselgeschichte überlegt und habe die dann am anderen Tag, nachdem wir am Feuer was zum Mittag gegessen haben, habe ich diese Gruselgeschichte erzählt und ist komplett in die Hose gegangen. Ich meine, ist ja auch nicht weiter erstaunlich, weil ist nicht Nacht, ist nicht irgendwie in einer knarzigen Jugendherberge, sondern ist im Tag, im Wald, hellichter Tag, Tageslicht. Ich meine, wie sollte da eine Gruselgeschichte überhaupt funktionieren? Also überhaupt nicht gruselig, komplett in die Hose gegangen. Aber eben, es ist nicht nur der Inhalt, weil da bin ich nach wie vor felsenfest davon überzeugt, der Inhalt war gut, aber das Rundherum, das muss halt eben auch stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann ist die Geschichte sowieso nicht authentisch. Das heißt, auch gerade in digitalen Medien kann man ja selten entscheiden, wann man jemandem eine Geschichte erzählt, beziehungsweise in welchem Umfeld er sich befindet. Jetzt, welche Herausforderungen kann ich in der heutigen Zeit, in den digitalen Medien, eine gute Geschichte erzählen? Glücklicherweise geht es ja nicht nur um die Tageszeit, wo etwas erzählt wird. Aber es hängt ja immer davon ab, wo bewegen sich die Leute überhaupt und sind sie überhaupt empfänglich, glaube ich, für so eine Geschichte. Ich meine,
das hat sich nicht groß geändert und das wird sich wohl auch nie groß ändern. Dank Targeting kannst du natürlich heutzutage eine Story auch noch ein bisschen Rückenwind mitgeben, dass du es tatsächlich den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auch ausspielst. Da sind ja glücklicherweise auch neue Kanäle und Möglichkeiten entstanden. Aber trotzdem, ich glaube, man muss sich immer fragen, sind es die richtigen, wem will man diese Geschichte erzählen? Was möchten die hören oder was würde die faszinieren und entsprechend die ganzen Geschichten halt auch aufbereiten. Kann dann aber sein, dass man die einzelnen Geschichten sogar noch granular runterbrechen muss, weißt, dass man für die einen Kanäle die Inhalte so aufbereitet und für die anderen Kanäle auf eine ganz andere Art und Weise. Wir wissen ja, dass das Konsumverhalten auf den verschiedenen Devices, auf den verschiedenen Kanälen komplett anders ist. Also heutzutage bloß ein Bild 16:9 herstellen zu lassen und ein Videoclip, der 5 Minuten lang ist, das greift viel zu kurz. Das muss alles tailor-made gemacht werden. Ja. Das heißt, eben, also auch die Form der Videos beziehungsweise die Form der Inhalte, die schlussendlich einen starken Einfluss auf die Geschichte haben. Wenn man jetzt das Umfeld hat, man hat das Targeting, man hat die richtigen Inhalte oder man weiß, was man erzählen will, was muss schlussendlich eine Geschichte beinhalten, damit diese fesselt oder inspiriert oder auch Menschen bewegt? Mein Geschäftspartner Dirk, der kramt in solchen Situationen immer wieder den Hero's Journey hervor. Finde ich ein total spannender Ansatz. Ich versuche das auch regelmäßig wieder mit Gute-Nacht-Geschichten bei den Kindern einzubauen. Ist eine tolle Übung. Ich kann es allen nur empfehlen. Googelt das mal, den Hero's Journey, wie das funktioniert. Wenn man sich dann überlegt, dass es doch den einen oder anderen Film gibt, der diesbezüglich aufgebaut ist, dann öffnet das schon ein bisschen Augen. Natürlich, du hast nicht immer die Gelegenheit, dass du den gesamten Hero's Journey abbilden kannst. Und vielleicht für ein einzelnes Produkt ist es auch ein bisschen schwierig, das Produkt dann als Hero aufzubauen. Aber wenn du dir dann überlegst, dass das Produkt vielleicht Teil eines Hero Journeys sein könnte, dann kann das durchaus ein Anhaltspunkt sein, wie du eine gute Geschichte erzählen kannst. Also, dass du zum Beispiel bloß einzelne Elemente aus diesem Hero's Journey dir rauspickst und die dementsprechend das aufbereitet. Aber ich glaube, das kann man fast nicht genug betonen, der Kontext und die Authentizität, die müssen einfach stimmen. Wenn das so nicht stimmt, dann kannst du noch so lange von dem Hero's Journey oder von der Heldenreise sprechen. Das bringt dann einfach nichts. You can't polish a turd. Shit in, shit out. Wenn das Ganze nicht spannend ist und nicht authentisch ist, dann kannst du noch ganz lange Heldengeschichten erzählen. Das wird nicht funktionieren. Die Hero's Journey oder eben die Heldenreise auf Deutsch, die beinhaltet, soviel ich weiß, 12 Punkte oder 12 Stationen bei der Erzählung. Wenn man die Heldenreise mal kennt, sieht man das immer wieder bei Filmen, wie das funktioniert. Pixar hat da die Heldenreise massiv reduziert. Die arbeiten mit 5, 6 Punkten, die eigentlich immer wieder gleich aufgebaut sind. Ich werde das in der Shownote verlinken, für die, die es interessiert. Da sehr guter Impact von dir, Rob. Danke. Jetzt, neben der Heldenreise muss man sonst noch was berücksichtigen vom Ablauf her? Oder sagt ihr, ja, wir produzieren nach der Heldenreise, wir erzählen die Geschichte nach der Heldenreise oder eben dann auch auf die einzelnen Kanäle abgestimmt. Habt ihr da einen bestimmten Ablauf oder wie plant ihr das? Etwas, das sich bei mir persönlich recht gut bewährt hat, ist, dass ich und dann auch im Gespräch mit Partnern oder mit Kunden, dass die Geschichte, die ufert ja meistens aus. Man hat Ideen und dann beginnt man zu brainstormen und dann hört man eigentlich fast nicht auf, weitere Elemente dazu zu nehmen. Und wenn du dir so überlegst, eine gute Geschichte ist eigentlich im Kleinen eine ganz, ganz kleine und reduzierte. Darum, was sich bewährt hat, ist, dass ich mir überlege, wie ich das imaginär meiner 10-jährigen Tochter erzählen könnte. A, dass sie es versteht, worum es tatsächlich geht und B, dann auch, dass sie es interessiert und vielleicht sogar eine Gegenfrage auch stellt, wie das Ganze funktionieren kann. Es ist recht erstaunlich, auch komplexe Themen kann man einem Kind sehr, sehr gut erzählen oder aufzeigen. Und was dann auch interessant ist, meist muss man ein bisschen ausholen, um die ganze Geschichte oder um die Idee dieser Geschichte zu erzählen. Und dann zeigt sich dann, wie wichtig der Kontext ist und dass der Kontext auch bei dieser Geschichte nicht vergessen gehen kann. Und
diese quasi diese Metaebene des Inhalts, das ist dann sogar oftmals einer der inspirierendsten Teile dieser ganzen Geschichte. Also das empfiehlt sich eigentlich sehr gut. Und wer kein Kind hat, der kann es auch seiner Mutter, der imaginären Mutter erzählen. Funktioniert recht gut. So einfach wie möglich, dumb it down, erklär es in ein, zwei Sätzen. Wenn es dann funktioniert, dann kann es funktionieren. Wenn du da schon scheiterst, dann vergiss es, dann wird es nicht klappen. Jetzt, wenn ich es nicht den Kindern erzähle, sondern in Unternehmen, welche Unternehmen machen aus deiner Sicht einen super Job im Bereich Storytelling? Ja, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, aber Red Bull macht das ganz, ganz hervorragend. Ich habe in der Schweiz ein Kommunikationsteam geleitet von Red Bull und wie das Red Bull auf der ganzen Welt anpackt und umsetzt, das ist schon ganz, ganz gewaltig. Ich meine, da könnten wir eine ganze Podcast-Serie draus machen, machen wir jetzt nicht. Ich will auch gar nicht allzu lange darauf eingehen, aber am beeindruckendsten für mich nach wie vor ist die unglaublich präzise und saubere Planung, welche dahinter steckt. Man hat immer das Gefühl, das Ganze sei so Freestyle, sei locker und spontan und so weiter und so fort. Das stimmt zu einem großen Teil, ja, aber die Planung, die Detailgenauigkeit im Vorfeld, all diese Aktionen und Shootings, die sind ganz, 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 ganz gewaltig. Und die ermöglichen auch eine unglaublich hohe Flexibilität und Dynamik in der Umsetzung, weil die, glaube ich, die ist genauso wichtig, dass man in der Umsetzung auch Chancen erkennen kann, wie eine Geschichte noch ein bisschen anders erzählt werden kann, oder? Wenn du mit professionellen Fotografen zusammenarbeitest, die werden einen anderen Blickwinkel auf ein Bild haben, und zwar wortwörtlich. Und ich fände es schade und es wäre eine vertane Chance, wenn man in diesem Moment nicht auch auf Inputs eines Fotografen oder auf eine Produktionsfirma eines Textes eingehen würde. Das bedingt aber, dass man seine Planung und seine Hausaufgaben insofern schon so gut gemacht hat, dass man weiß, wo man Flexibilität an den Tag legen kann und wo nicht. Und ein zweiter Punkt neben der Planung, Red Bull und andere Firmen, die das wirklich hochgradig professionell machen, die haben halt die Macht der Bilder verstanden und die versuchen auch die Bildsprache oder die Bildwelt dann so zu dominieren, weil Bilder more than ever, Bilder, tolle Bilder, starke Fotos, die wecken Emotionen. Und ja, das ist auch ein Plädoyer, nebst all den iPhones, Smartphones und einfachen Kameras, die zwar hochgradig professionelle Bilder auch machen, dass man ein Plädoyer dafür, dass man professionelle Fotografen einsetzt. Und die Schweiz und Deutschland und Österreich, es gibt so viele unglaublich gute Fotografen, die nicht nur geile Bilder schießen, sondern auch mitdenken und eine Story zu erzählen wissen. Wer sich für ein paar Fotografen oder Produktionsfirmen interessiert, der kann gerne auch bei uns auf der Website draufgehen. Da haben wir auch ein, zwei, drei aufgelistet, wo wir gerne und oft mit ihnen zusammenarbeiten. Und da geht es wirklich darum, dass man zusammenarbeitet und eine Geschichte so anders erzählt. Ich glaube, das sind so die zwei großen Learnings, die ich gerne so weitergebe, die wirklich krasse Planung, die Flexibilität, die es ermöglicht, und das andere ein Plädoyer für professionelle Fotos. Kann nicht wichtig genug eingeschätzt werden. Definitiv, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ist natürlich dann auch ist dann auch eine gewisse Schwierigkeit dahinter, eben Planung versus Aktualität. Also gerade wenn ich mit Fotografen zusammenarbeite und da weit vorausplane, bin ich natürlich weniger flexibel, was ja dann auch wieder schlussendlich ein Element im Bereich der digitalen Kommunikation sein kann, wo ich direkt auf Ereignisse eingehe. Also Super Bowl und Oreo mit dem Stromausfall, das sind ja nicht Sachen, die ich groß planen kann, sondern da muss ich dann die Leute in-house haben und nicht einen Fotografen engagieren können und warten, bis da was passiert. Das ist richtig. Da braucht es eine gute Balance. Und ich denke, die ist wichtig und es ist nicht unmöglich, das hinzukriegen. Was ich jetzt, das kam letzte Woche raus, Sky in Spanien oder in Madrid, die haben eine Plakatwende gebucht und spoilern dort ihre Serien. So nach dem Motto stay at home,
dass alle, die rausgehen, werden die Serien gespoilert. Finde ich auch unglaublich geniale Idee und schlussendlich auch eine super Story, die auf die Aktualität einzahlt. Ja, genau. Ich meine, es funktioniert ja in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen hast du Visibilität draußen, aber zum anderen ist es natürlich ein super Stunt, wie sie auf eine unglaublich sympathische Art und Weise mit ihrem Unternehmen für eine gute Sache werden. Das habe ich auch gesehen und ich bin hellauf begeistert von der ganzen Geschichte. Das ist großartig. Jetzt nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Budgets wie Sky oder Red Bull oder andere große Unternehmen, sondern schlussendlich viele KMUs, die ebenfalls eine Story haben, die eigentlich eine Story erzählen können. Gibt es von dir aus KMUs, die dir positiv in Erinnerung sind, was Storytelling anbelangt? Ja, es gibt tatsächlich einen Bauernhof bei uns in der Nähe, in Allenwinden ist das. Das ist ein kleiner Weiler außerhalb von Zug. Da gibt es einen Bauernhof, einen Biobauernhof, und die haben seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren haben die einen Instagram-Account. Hof Allenwinden. Kann ich nur empfehlen, folgt diesem Instagram-Account. Ich bin da weder irgendwie beruflich verbandelt noch familiär und ich habe auch noch nie was eingekauft auf dem Hof. Aber es ist total authentisch, was die da machen. Die zeigen dir, wie es auf dem Hof aussieht. Du kannst auch jeden Tag kannst du da auf einen Account gehen und schauen, was die da alles im Herstellen sind. Weißt, dann sind sie bei der Ernte, stellen wieder irgendeine frische Butter her, brennen Schnaps, machen Konfitüre, Marmelade und so weiter und so fort. Also sie verkaufen nicht bloß ihre Produkte auf dem Hof, sondern sie vermarkten sich und bringen ihren Brand auf eine total authentische und coole Art und Weise. Bringen die rüber. Also ich kann die Marmelade jetzt schon schmecken, bevor ich je überhaupt mal was gekauft hätte. Also es ist die richtige Wahl des Kanals. Ja, es ist ein Bildthema, es nimmt dich hinter die Kulissen mit. Es ist auch mit dem Smartphone gemacht. Da braucht es für diesen Kanal in diesem Moment braucht's keine professionellen Fotos, sondern es braucht Aktualität, es braucht Authentizität und das ist top gemacht. Ich find's großartig. Ich kann es kaum erwarten, bis ich da zum ersten Mal was einkaufen gehe. Sehr gut, danke für den Tipp. Also für alle Winden eben im Kanton Zug, das ist im Herzen der Schweiz. Die einen kennen den Kanton Zug vielleicht dann eher als Crypto Valley, das Bitcoin Valley oder allgemein Blockchain Valley der Schweiz mit entsprechenden Bankomaten. Die Gemeindeverwaltung und die Stadtverwaltung, die Bitcoins akzeptiert etc. Also auch da googelt mal nach Crypto Valley. Interessant, auch eine interessante Geschichte schlussendlich, wie sich eine Region positioniert hat. Ja, und dieses Jahr wären wir wieder Schweizer Meister geworden im Eishockey, wenn die Saison nicht abgebrochen wäre. Jetzt als Tipp, wir haben in der Folge immer wieder Tipps, also ich möchte eigentlich, dass wir möglichst viele Tipps an die Zuhörer abgeben. Welche Methoden setzt du ein, um eine Geschichte zu finden oder eine Geschichte auszuarbeiten? Ich glaube, meine Tochter, die habe ich jetzt schon zweimal erwähnt, funktioniert wirklich hervorragend, aber da gibt es auch andere Methoden. Zum Teil arbeite ich mit einer Art Keyword Brainstorming, wie wir das früher beim Aufsatzschreiben jeweils gemacht haben. Da nehme ich ein leeres Blatt Papier und schreibe mal so die Grundidee, den Kern der ganzen möglichen Geschichte, schreibe ich in die Mitte, mache einen Kreis rundherum und dann beginne ich aufzuschreiben. Keywords, 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 so schnell wie möglich. 80% der Keywords werden dann irgendwie Humbug sein, es gibt Wiederholungen, aber so komme ich irgendwie in die Zone. Weißt du, wie bei Gladiator, wo das Kornfeld läuft und das Korn spürt und dann merkt, ja, ich bin drin und so weiter. Und mein Kornfeld ist in dem Moment halt das Blatt Papier und so kriege ich die Keywords raus und sehe dann irgendwie, in welche Richtung es unbewusst gehen könnte und fange dann an, das Ganze ein bisschen zu clustern und komme dann oftmals auf gute Ideen. Das andere ist natürlich irgendwie, wenn man Sparring macht mit Leuten aus dem Team, aus der Firma, bei Red Bull hat sich sogar bewährt, dass wir dazu Ping-Pong gespielt haben und Ideen ausgetauscht haben. Also weißt du, dass du ein bisschen die Hirnhälften auch zu aktivieren versuchst. Gerüchten zufolge habt ihr auch einen Ping-Pong-Tisch, Thomas. Wie ja. steht's um deine Ping-Pong, deine Tischtennis-Fähigkeiten?
Triffst du den Ball? Ja, den Ball treffe ich, aber da gibt es bei uns im Team deutlich bessere Spieler als mich. Genau. Dann so zum Schluss noch, welchen ultimativen Tipp zum Erstellen von Geschichten hast du an unsere Hörer? Ja, es artet fast ein bisschen in einem Keter um Kinseo aus, aber wenn die Geschichte mal steht und wenn ihr glaubt, dass die Geschichte steht, dann macht sie so einfach wie möglich und erzählt es euren Großeltern, euren Eltern oder dem Kind. Wenn es dann funktioniert, dann kann es funktionieren. Mir hilft das sehr, die Essenz der Geschichte rauszuschälen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich immer bewusst ist, worum geht es überhaupt? Was ist die Essenz? Was ist die Metaebene des Ganzen? Und sonst geht man verloren in diesem Fog of War. Weißt du, dass man sich irgendwo im Geplänkel verliert und eigentlich gar nicht mehr weiß, worum es in der Geschichte sehen geht. So. Zweitens, es hilft, in Bildern zu denken, beim Erstellen der Geschichte, aber auch beim Erzählen davon, weil du kannst gar nicht so viele gute Bilder haben, entweder physisch, digital oder dann tatsächlich im Kopf. Für die Umsetzung brauchst du immer Bilder. Sehr gut. Also kurz noch zusammengefasst, die einzelnen Tipps, eben schlussendlich den Kindern erzählen, wenn es die verstehen, versteht es jeder. Jedes Unternehmen, ob jetzt ein Startup, ob ein KMU oder auch ein Großunternehmen, hat Geschichten, kann Geschichten erzählen. Teilweise nur schon die Gründung des Unternehmens ist eine Geschichte. Auch wir von der Hutter Consult, wir haben eine Geschichte mit Thomas Hutter, der 2009 das erste Mal über Facebook gebloggt hat, immer mehr sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, und schlussendlich ein Beratungsunternehmen daraus herangewachsen ist mit mehr als 25 Mitarbeitenden, die im ganzen Dachraum Unternehmen beraten dürfen. Also auch das ist schlussendlich eine Geschichte und da möchte ich allen Hörern Mut machen, ihr habt eigene Geschichten, findet die, fragt mal den Gründer, fragt den Patro, fragt den Teamleiter oder auch Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen dabei sind, wie so das Unternehmen entstanden ist, wie es gewachsen ist und das sind schlussendlich Geschichten, die von der Komplexität reduzieren, so dass man es den Kindern erzählen kann, Emotionen reinbringen, Spannung reinbringen, so à la Heldenreise nach den 12 Punkten oder dann auch wie Pixar mit den 5, 6 Punkten, also bei Pixar ist ja immer, es war einmal etc., also es geht dann so über 5, 6 Punkte weiter, also da jedes Unternehmen, ob eine Einmalfirma oder ein Großunternehmen hat eine Geschichte. Auch du hast ja, Rob, eine Geschichte, die Firma heißt 7, nicht wie 7, beziehungsweise nicht 7 auf Englisch, sondern Niederländisch. Ja, genau, ich habe auch eine Geschichte. 7 mit Z geschrieben, ich spreche es aber Englisch aus, kommt aus dem Holländischen, ist die Sprache 7. Den Otter, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ist kein Schweizer Nachname, sondern meine Familie kommt ursprünglich aus Holland, aus Rotterdam, um ganz genau zu sein. Und ich wollte irgendwie einen Bezug zu meinen Wurzeln herstellen. Plus, ich finde sinnbildlich der Hafen von Rotterdam, den wir auch als Visual brauchen, nach der Hafen von Kapstadt. Ich finde, das ist ein super Bild dafür, für die Leistungen, wie 7 Partner unterstützen kann. Wir verstehen uns als Hafen, wir zeigen dir, welches Schiff du für deine Reise wie beladen kannst, welche Crew dir dabei helfen kann und zeigen dir, wie du am besten kommunikativ von A nach B kommen kannst und dann auch wieder sicher zurück. Super, also das heißt, ihr unterstützt Unternehmen im Bereich Kommunikation, Storytelling, eben ihr findet mit dem Unternehmen eigene Geschichten, arbeitet die auf und vermarktet die schlussendlich. Ja, genau, und dabei greifen wir auch auf ein Netzwerk von Partnern zurück, mit denen wir dann auch ganz unkompliziert und transparent zusammenarbeiten. Ich meine, da gehört ihr von Hutter auch mit dazu, aber ein Netzwerk als Grafiken, als Webdesigner, als Druckereien, das spielt überhaupt keine Rolle. Und da sind wir auch ganz transparent. Wir wollen da nicht die Marge unbedingt im Haus drin bleiben, sondern für den Kunden das entsprechende Kommunikationserlebnis gestalten oder unseren Teil dazu beizutragen. Ich glaube, das funktioniert recht gut. Das ist ein modernes Setting. Da sind wir transparent und haben keine Verpflichtungen, irgendwelche Partnerschaften fixt einzugehen. Das
ist spannend, ich glaube, das ist zeitgemäß und ist auch sehr, sehr erfolgreich. Bloß was anderes, stay the fuck home. Die Kurve, die müssen wir flach kriegen, bleib zu Hause, nutz die digitalen Kanäle miteinander zu kollaborieren. Ich finde es großartig, wie Hutter in dieser Situation jetzt gerade reagiert hat, wie sie proaktiv auf Kunden und Partner zugegangen ist. Ich finde es fantastisch. Wir sollten in dieser Situation die Hände waschen und gleichzeitig digital in die Hände spucken und so gut wie möglich von zu Hause aus arbeiten und einander helfen. Darum auch mein Angebot oder das Angebot von Seven, wenn es aktuell in der Schweiz, speziell in der Schweiz aktuell, kleine Betriebe gibt, die in Not geraten sind, weil sie ihre Shops nicht mehr öffnen können oder nicht mehr auf ihre Umsätze kommen. Auch hier, wir möchten helfen, solange wir können, können wir das gerne per Telefon-Ping-Pong machen. Diese kurzen Telefon-Ping-Pongs bieten wir kostenlos an. Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Zusammen sind wir stärker. Da kommen wir durch, das kriegen wir hin. Super, vielen Dank, Rob. Vielen Dank auch für das Angebot an unsere Hörer. Vielen Dank, hattest du Zeit für die Aufnahme in der nicht ganz einfachen Situation aus dem Kinderzimmer deiner Tochter. Oder wie du sie auf Instagram immer bezeichnest, die Indianer, wenn sie dann morgens vor dem Erwachen sind. Also auch da schlussendlich der Instagram von Rob, der eine Geschichte erzählt. Von daher, vielen Dank, warst du dabei. War wiederum eine sehr interessante Folge, einige sehr hilfreiche Tipps und vor allem auch schlussendlich die Kernaussage, jedes Unternehmen, ob klein oder groß, hat eine Geschichte. Danke, warst du dabei. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Thomas. Tschüss. Ciao. Super. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Tschüss und schönen Tag.